Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Pumping Station Simulator. So, ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Ja, da hustest du. Ich habe das Spiel neu gestartet, einfach um ein bisschen Geld mir zu sparen und habe dann im Grunde mit der ersten Bestellung alles bestellt, was ich auch so bestellt hatte. Einfach um diese Versandkosten zu sparen, weil das fand ich ein bisschen übertrieben. Das waren doch immerhin, glaube ich, 3 oder 4 Bestellungen, also 300 bis 350 Dollar. Und das fand ich ein bisschen übertrieben. Also sorry, wenn ich darüber ein bisschen gemeckert habe. Vielleicht hat es ja der ein oder andere wieder reingeschrieben, dass ich wieder nur am Meckern bin. Aber ich sag halt einfach gerne, was mich stört an Spielen. Und dann klingt es vielleicht immer ein bisschen wie Gemecker. Aber ich bin halt einfach so ehrlich. Ich kann nichts beschönigen. Ich laufe halt hier nicht rum und sage, oh toll, schon wieder Dreck. Sondern ich meckere halt drüber, weil es die ganze Zeit so ist, dass ich mit dem Besen eigentlich nur noch rumrenne. Ich werde jetzt halt heute mal schauen, wie es läuft mit einem Angestellten, weil wir haben ja doch einen ja, recht lange offen. Und diese 80 Dollar, was allzeit ein Angestellter kostet, ist jetzt nicht unbedingt so viel. Und durch das, dass ich das Ganze hier auf 120 Minuten eingestellt habe, ist es natürlich auch nicht schlecht, weil dadurch kommt auf jeden Fall Geld rein. Ich habe auch den Tanklaster jetzt schon zweimal hergeholt. Oh, Hallöchen. So. Okay. Okay, ja, hau ab, dass der nächste rankommt. So, die Preise habe ich auch wieder erhöht auf 1,1. Ich finde, es ist in Ordnung. Ich habe allerdings nicht so viel von dem Cola-Zeug und so weiter eingekauft. Also da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie das ist mit dem Lager. Moin, moin. Weil man kann ja die Einkäufe machen in diesem Lager. Okay. Und das würde ich natürlich gerne nutzen. Allerdings ist ja die Tankstelle offen. Tankstelle geöffnet. Also wenn, dann müsste ich wahrscheinlich die Tankstelle schließen. So, Tankstelle geschlossen. Und dann müssten wir wahrscheinlich zum Lager fahren. Also ich probiere das jetzt einfach mal aus. Weil man... Also ich meine, mit dem Bus hin und her zu fahren kostet mich 20 Dollar. Und eine Bestellung zu machen kostet mich 50 Dollar. Von daher wollte ich das jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, das ist nicht ganz vergebens. Ich sagte ja schon im ersten Part, ich werde die ersten 4, 5 Parts werde ich auf jeden Fall so aufnehmen, also hintereinander aufnehmen. Ich kaufe deine Produkte. Ich will aber nicht Produkte kaufen. Halte zum Kaufen, zu kaufen, E gedrückt, Haus. Müsli-Riegel. 10 Müsli-Riegel. Lufterfrischer, Energiegetränk, Feuerzeugbenzin. Okay. Das habe ich jetzt irgendwie nicht auf der Latte gehabt. Also, hä? Bewertungen. Boden ist verschmutzt. Dekoriert. Dekoration. Nicht zu kaufen. Auto waschen. Toilette. Ja, okay. Okay. Nein, geh nochmal hier drauf. Jetzt könnten wir mal gucken, was so dieses Energiegetränk kostet. Cola, Milch, Zigaretten. Energiegetränk 3,89. Und das sind für 5 Stück, ne? Wo war's? Das sind 15 Stück. 38,20. Ja, okay. Das ist halt schon ein Unterschied, ne? Weil ich habe ja hier die 50, aber das ist ja... Ne, geh da raus. Aber was ist das hier? Maus. Halte zum Kaufen und zu kaufen gedrückt. Maus 1. Keine Ahnung, was Maus gemeint ist. Okay, ich habe jetzt halt gedacht, dass ich da
was kaufen kann in dem Ding. Nee, das ist der Nightclub. Da sind wir zu Hause. Hier sind wir. Diese Garage. Okay. Nee, dann geh noch mal raus. Lass das Zeug liegen, wo es liegt. Nachtclub, Autohändler, Bazaar. Wahrscheinlich muss ich auf den Bazaar gehen, ne? Fahren wir mal zum Bazaar, dass wir das auch mal sehen. Cotton Candy. Hallöchen. Halte zum Kaufen gedrückt Zuckerwatte. 40 Dollar. Jetzt ernsthaft. Blumen für 40 Dollar. First Aid. Tabletten für 35 Dollar. Bei euch irgendwas? Nee. Was kann ich jetzt bei dir kaufen? Um Kaffee zu kaufen, 9 Dollar. Das soll der Markt sein. Alter. Oh Mann. Okay, wir fahren nach Haus. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich schon schlafen kann. Ne? Das ist das andere. Wir haben 17.18 Uhr. Ja, ich fahre nach Haus. Ich fahre ins Heim. Zurück ins Heim. Schauen wir mal, wie die Frau drauf ist. Du hast nicht geschlafen für 24 Stunden. Hä? Wie kann das sein? Du hast eine Mail erhalten. Ja, dann lies vor. Drogendealer. Hey, wie wäre es mit etwas, wäre es etwas Geld dazu zu verdienen? Ich bin nachts auf dem Bazar, komm und finde mich. Alles klar, irgendwann mal. Hallo Frau. Oh, Liebe der Freundin 42. Mir geht's gut, Baby. Hast du etwas für mich mitgebracht? Ich habe das nicht. Naja, gut. Hätte ich wahrscheinlich Blumen kaufen müssen oder sowas. Sollte ich vielleicht dann nochmal machen, dass ich zum Markt fahre, aber das ist ja alles so. Also das Fahren dorthin ist teuer und wisst ihr was? Wir stellen jetzt halt jemanden ein. Wir machen das jetzt mal hier. Tankstelle. Tankstelle ist natürlich jetzt geöffnet. Mitarbeiter, Fähigkeit als Tankwart. Kassierer. Täglicher Lohn 88 Dollar. Einstellen. Und Tankwartfähigkeit 81 einstellen. Achso, maximale Anzahl der Mitarbeiter wurde erreicht. Na okay, dann haben wir doch schon mal etwas. Das heißt aber trotzdem, dass ich dann zur Tankstelle jetzt fahren muss, weil ja sonst niemand tankt. Und dann wäre im Grunde das nächste Upgrade tatsächlich einen weiteren Mitarbeiter einzustellen. Weil sonst weiß ich auch nicht. So. Hey! Ich dachte, ich habe jetzt halt jemanden eingestellt. Okay. Okay, machen wir mal sauber. Tun wir mal wieder ein paar Flecken beseitigen. So das Übliche, was man halt so macht an der Tankstelle, ne? Den ganzen Tag sauber machen. So. Dann tanken wir dich mal. Jawohl. Gut. Die kann man wenigstens schon betanken, bevor sie wirklich richtig stehen. Zufriedene Kunden werden bessere Kommentare abgeben. Verbleibende Tage 2. Elvis, ich wünsche, es würde etwas dekoriert werden. Ja, ist okay. Wir werden jetzt dann mal einkaufen.
Kommt da noch ein Auto? Ah, okay, das ist jetzt halt jemand auch, der da parkt wahrscheinlich. Jetzt einfach mal vermutet. Oder ist es... Ah, Kassierer, okay. Haben wir jetzt halt. Daisy wartet auf Arbeit, Kassiere, Energie 94,6. Und kann ich mit ihr irgendwie interagieren? Nö. Okay. Dann kümmern wir uns mal hier rum. Ist das auch schon voll? Ja. Who is this? Parken. Er tut einfach nur parken, oder was? Na gut. Soll er, ne? Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir ein paar Sachen einkaufen. Wir haben 515. Das erste, was wir gucken, ist Sprit. Kraftstoff können wir eigentlich einmal bestellen. Zack, Tanklaster auf dem Weg. So, dann ab. Was stimmt mit diesem Martin? Ich pushte. Ja, ist okay. Dann würde ich sagen, Tankstelle, wir kaufen mal noch ein Regal. 260 haben wir, ne? Haus, andere. Hä? Keine Wartezeit beim Versand, keine Versandkosten. Oh. Das ist natürlich jetzt gut. Weil, wenn wir uns da die Versandkosten sparen, dann mache ich das. Dann mache ich das. Dann warte ich lieber noch mit dem anderen Zeug. Dann haben wir jetzt zukünftig. Okay. Das, wenn ich gewusst hätte, ne, dann hätte ich das gleich gemacht. Gleich von Anfang an. Verdiene ich jetzt bei dem Parkplatz was? Ich mit dir? Nicht wirklich, oder? Der kommt halt einfach daher und parkt und fertig. So. Einmal tanken. Okay, es werden ungefähr 80 Dollar sein. Also zumindest, wenn ich 10% 8 Dollar sehe, dann oder 9 Dollar, dann kann man das schon mal gleich hochrechnen, oder? Denke ich mal. So, und hier, ja, ungefähr 60 Dollar. Ja, also da werden es auf jeden Fall um die 90 Dollar sein. Das ist doch nicht schlecht. Es kommt Geld rein. Der Tank ist voll. Wir können jetzt halt aktuell eh nichts kaufen, aber was das mit dem Parken sein soll, weiß ich jetzt auch nicht. Die parken halt dann einfach da. Aha. Das sind natürlich tolle Autos, ne? Die können auf der Stelle können die drehen. Kann ich irgendwas Gutes tun? Okay, Parkplatz ist dreckig. Parken. Okay. Naja, wir werden jetzt halt schon noch irgendwas machen, sobald mal ein bisschen Geld hier reinkommt. 93 Dollar, wunderbar. Ist auf jeden Fall schon mal die Angestellte bezahlt. Und dann gucke ich gleich mal drauf, Good morning. wie viel die Erweiterung kostet für die Angestellten. Schon sauber. Ja, wunderbar. Schon sauber. Schauen wir nochmal. Tankstelle. Tankstelle Verbesserungen. Arbeitsgeschwindigkeit mit Kunden, Mitarbeiter mit besserer Qualität, Treibstoff, mehr Mitarbeiter. Das maximale Arbeiterlimit erhöht sich um 1 pro Level. Das kostet ein Tausender. Boah. Weitere Regalbesuche. Kunden besuchen ein zusätzliches Regal pro Ebene. Okay. Hastige Kunden. Kunden bewegen sich pro Level 0,35 schneller. Das sind natürlich schon gute.
Der Kopf war schon wieder da. Und wir haben nichts mehr, ne? So. 304. Ah, ich muss das dann sammeln. Das heißt, es geht jetzt halt alles in die Kasse. Das bekomme ich nicht. Das bekomme ich nicht. Das bleibt in der Kasse dann. Okay. Da ist natürlich jetzt dann die Frage, ne? Wenn sie Feierabend hat, ob sie dann das Geld aus der Kasse bekommt oder ob ich das abgezogen bekomme. So. Pink Cadillac. Nice. Jetzt müsste es bloß noch Cabrio sein, ne? So, fahr ran. Kann ich meinen Rüssel reinstecken. So, für den 320 können wir uns jetzt auf jeden Fall mal was kaufen. Gugu. So, ein Regal habe ich gesagt, möchte ich kaufen. Und dann wäre noch die Ware, dass wir hier noch ein bisschen was haben. Achso, Papierdruckspender, Seife, Händetrockner, Seife, Deckenlampe wäre ganz gut. Allerdings, da haben wir jetzt halt auch nicht unbedingt so das volle Geld dafür, ne? Was ist denn sinnvoll? Eigentlich ist es sinnvoll, Ware noch zu kaufen. Markt hier. So, was kaufen wir denn? Wir können ja von allem eigentlich etwas kaufen, ne? Dosenthunfisch, Tomatenkonserven, Next Quid. Weiß aber nicht, ob ich da immer vielleicht 10 Stück mache. Achso, 300, ja, ist okay. Ist okay. 317,70. Hauptsache, wir haben was da, ne? So, da muss ich auch immer gleich schauen, dass ich den Tanker wieder rausmache, weil sonst bleiben die nämlich stehen, solange das drin ist. Und du fährst ein bisschen im Kreis rum. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, was sinnvoll ist, ne? Also ich denke mal, dass Waren auf jeden Fall sinnvoll sind. Da jetzt ist es mir auch total egal, wo die drin stehen. Hauptsache, es steht was drin. Das machen wir gleich hier daneben. Oh Mann. Nein. Jetzt. Irgendwie wollte er das nicht. Ich habe zwar links geklickt, aber wollte irgendwie nicht. Feierabend oder was? Oder machst du Pause? Ach, hättest du das eingeräumt oder was? Keine Ahnung. So, kommen hier mal Autos. Jetzt habe ich doch die... Also die Updates habe ich ja... Upgrades habe ich ja auch gemacht. Bei den Verbesserungen, genau. Also die zwei Upgrades, die habe ich gemacht, wie wir sie auch hatten im zweiten Part. Also mehr Kunden zu Fuß und mehr Fahrzeuge. Aber trotzdem, der Tag zieht sich noch aktuell wie Kaugummi. So, und die Leute parken einfach nur da. Aber es kann natürlich auch sein, dass die hier parken, auch mal reinkommen und was kaufen, ne? Vermute ich jetzt. Wie ist es denn mit Upgrade hier?
1650 kostet es. Don't even think of parking here. Denk nicht mal dran, hier zu parken, okay? Das Lager für $600. Was haben wir hier? Spielzimmer für 900. Da sind wahrscheinlich dann Automaten oder irgend sowas drin. Ich denke nicht, dass das was mit Kindern zu tun hat, dass man hier einen Spielplatz einrichtet. Dann haben wir die Werkstatt, 700. 500 für die Autowäsche. Der Tank 750. Also die Kosten sind schon, sind schon recht ordentlich, ne? So, 164 sammle ich gleich mal ein. Und? Okay. Okay. Halt, einsammeln. Ja, ich muss mich halt dann jetzt so Stück für Stück hocharbeiten. Das geht ja nicht anders. Oh Mann. So. Ich habe gesehen, dass du geraucht hast. Aber stört mich jetzt auch nicht mehr. So. Hm. Warte, warte, warte. Also zwei Regale. Und die können wir füllen jetzt mit Zeug. Wir können natürlich die Preise auch anpassen. Keine Dekoration. Wir können ja auch mal gucken, wegen Dekorationen, ne? WC, was könnte man da noch machen? Was kostet denn eigentlich das WC zum Ausbauen? 1200. Ernsthaft. Da muss auf jeden Fall Mülleimer noch mit hin. Maximale Mitarbeiterzahl erhöht. Okay. Anscheinend habe ich ein Level-Up gehabt. So hat sich es zumindest angehört. Das wäre dann im Grunde jemand, der sauber macht, würde ich sagen. Also wenn dann jemand, der sauber macht. Gucken wir doch mal. Wie hoch sind die Benzinpreise? Hoch. Natürlich, keine Dekorationen, schade. Mitarbeiter, Tankwart, Farmer, Mechaniker, Reiniger. Madeleine. $74 pro Tag. Stocker, das brauchen wir nicht. Reiniger, einstellen. So, Madeleine, angestellt. Dann darf die nämlich hier rumrennen und darf sauber machen, weil ich sehe das sowieso nicht. Also, mein, klar, wenn ich jetzt drüber laufe, dann sehe ich diese Flecken schon, aber... Da habe ich jetzt dann ein geschultes Auge hier und das ist doch gut. Okay. Ja, es ist sehr heiß hier drin. Also ich würde sagen, wenn wir so um die 500 haben, dann würde ich nochmal einkaufen. Aber ich denke, ich muss unbedingt Kraftstoff, ja. Uff, 305. Ich meine, zum Glück, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Sprit nochmal hoch mache. Vom Preis. Hallöchen. Möchte Hundefutter. Kleiner Hunger. Muss ich dann auch mal gucken. Wahrscheinlich die Katze genauso, oder? Möchte Dosenfisch. Milch.
Ach, da gibt es dann speziell Sachen. Okay. Tja, die sollen halt jagen gehen. Die gehören mir ja eigentlich gar nicht, ne? Das sind ja nur Streune. So, Tankstelle aufgefüllt. So, bist du jetzt meine Angestellte oder? Ich vermute es mal. Und du machst sauber, oder? Ja? Du machst sauber? Oder auch nicht? Latsch halt mal quer über den Parkplatz, ne? Ja, ist in Ordnung. Ist okay. Was ist nur mit diesen Programmierern los, ehrlich wahr? So. $1 haben wir. Das ist doch super. Ne, $100 haben wir. Das ist auch gut. Okay. Ich bin auch mal gespannt, ob die dann die Mülleimer ausleert. Machst du auch die Toilette sauber? Machst du alles sauber? Ja. Okay. Bitte machen Sie eine typische Handbewegung. Okay, also die macht alles sauber, ist in Ordnung. Nur mit dem Mülleimer, da bin ich mal gespannt. Aber müsste ja dann genauso gemacht werden. Es riecht schlecht. So, machen wir mal ein bisschen Lufterfrischer. Wunderbar. So, dann schaue ich mal davor. Du bist schon entkoppelt. Bei dir alles gut. Na ja, gut, ich meine, die kann sich ja auch nicht zerreißen, ne? Da bräuchte ich dann wirklich das Upgrade, dass die Mitarbeiter auch schneller laufen. Aber eins nach dem anderen. Jedenfalls vermute ich jetzt mal, dass ich noch mal so einen Tag ungefähr vorspiele. Einfach, dass ein bisschen Geld reinkommt, weil sonst bewegen wir uns nämlich hier nicht vom Fleck weg. Ja, also ich werde vielleicht noch mal ein paar Dosen oder irgendwas bestellen oder halt den Sprit nachbestellen. Aber ansonsten schaue ich jetzt halt einfach nur mal drauf, dass wir ein bisschen Geld zusammenbekommen. Das ist jetzt, glaube ich, wichtig, dass wir dann auch mal ein Upgrade machen können. Ich hoffe jedenfalls, dass sich das Spiel noch ein bisschen bessert. Weil aktuell sagt es mir noch nicht so ganz zu. Aber gut, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch fesseln kann, sobald es mal ein bisschen runterläuft, wenn dann wirklich mal ein bisschen Geld auch reinkommt, wenn man sich dann was leisten kann und nicht ständig auf einen Cent schaut. Jetzt haben wir uns zumindest, sparen wir uns jetzt schon mal die Versandkosten. Das ist doch schon mal toll. Alles klar. So, dann soll es jetzt gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, wenn das noch nicht passiert ist. Und ansonsten wünsche ich euch günstige Spritpreise und einen schönen Abend oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.